schwerste Form auch mit Energie umzugehen. Viel einfacher ist es. Raus. Ah, hier, sie kommt und ich bringe was direkt hinein. Das ist sehr viel schwerer. Machen jetzt nochmal ein bisschen was Leichteres. Diesmal weiche ich aus und drehe mich dabei. Ich ziehe aus. Und jetzt nehme ich ihre Energie zu mir. Ich nehme ihre Energie zu mir. Schön da rein, um sie hier mit umzukriegen. Und dann kann ich wieder wichtig ist, dass ich aber aufrecht bleiben muss. Weil da kommt ihr Kopf. Wenn ihr hier Kopf bekommt, ist das nicht schlimm. Wenn ich mich dabei vorbeuge, ist auch das gefährlich. Bricht sie sich nachher noch die Stirnlappe an meiner Nase. Hier kommt ich nicht rein. Und ja, das ist für den Weg, ich muss dann genau gehen. Gehen das zu mir. Sehr wichtig. Sie kommt hier vor und hier eben haben wir hier rausgeführt und dann hier gefasst. Jetzt muss die Hand einfach nur ein klein bisschen schneller sein. Die kommt nämlich jetzt hier schon. Die andere habe ich jetzt noch gar nicht bewegt. Die nehme ich jetzt auch einfach mit hier. Nehme ich jetzt auch einfach hier mit. Und jetzt erstmal ganz einfach. Sie ist schon schön gestreckt. Ich habe nur noch hier, ich fasse jetzt hin. Und ich gehe jetzt da groß um die Hand rum und bringe die Hand hier rum. Die andere Hand einfach um. Das Ganze jetzt dort drauf. Und jetzt in dieser Position komme ich hier um die Hand herum. Weit entfernt. Nicht hier. So. Die Hand kommt einfach oben drüber. Wurf. Nehmt ihr das Partner in der Bein, einfach fliegt das weg. Und wenn ich das jetzt nur mache, läuft es mir weg. Wenn ich beides habe, ist das auch einmal ganz einfach. In dieser Position kann ich jetzt auch mit meinem Oberschenkel da hinten. Thank you.
kann sie über ihre Hand jetzt auf dem Boden alles auffangen. Habe ich ja falsch gedacht. Aber ich wollte die Hand jetzt genau da haben. Ich gehe jetzt einmal um den Kopf rum und stelle mich jetzt einfach hier in den Helm. Jetzt, wo ich meine Knie blockieren kann. Und dann, das ist ein bisschen wie so ein kleiner geschwungener Joko-Gehring. So ein kleiner geschwungener Joko-Gehring in die Ellenbeuge rein und dann eher Fumikomi. Von oben da drauf gestellt. Knie schön da rein. Und die Hand habe ich locker bei mir. Hier ist alles schön. Wenn der Arm schön gestreckt ist, auch schön hier. Da angreifen. Wieder zu die Kann das sein, dass ich treffe? Oder es kann sein, dass er sie schwitzt. Aber dann, wie der Faust Fußkämpfer ist. Wenn ich das langsam mache, treffe ich nicht, dann schützt er sich immer. Strategisch gesehen versuche ich beim Aikido immer zu vermeiden, irgendwo sagen zu müssen, kann sein, muss aber nicht. Also was mache ich? Ich wähle jetzt die Variante, ich mache das langsam. Weil dann weiß ich, wenn ich hier langsam schlage, wird er sich ja nicht von mir schlagen lassen. Natürlich nicht so langsam, dass er mich vorher schlagen kann. Ne? Aber nicht zu schnell, dass er dich hier schützt. Die Hand war ja nach unten gegangen, hat mir gesagt, wir tauschen einfach immer nur die Plätze. Ja, machen wir noch von vorne. Hier. Das heißt, die ist schön hier unten. Die kann von mir jetzt Atemi da reinnehmen. Und jetzt gehe ich einfach durch ihn durch. So. Er trifft hier. Da, das ist schön locker, das nicht zu schnell machen. Sonst wird er sich nicht schützen. Kann er sich vielleicht nicht schützen? Ich meine, gut, wenn das eine Kampfsituation ist, ja, er schützt sich nicht und ich treffe ihn, ist auch schön für mich. Aber jetzt wollen wir die Technik üben, in dieser Position. Da kommt Atemi und hier nicht an ihm vorbeirennen, sondern da. Kyoko Studio ist komplettes System. Nicht nur waffenloser Kampf, sondern es gibt im Kyoko Studio in meiner Stilrichtung auch verschiedene Waffengatten, die unterrichtet werden. Zum Beispiel Langschwert, Kurzschwert, Messer, Kurzstock, Langstock, Lanze. Und heute beschäftigen wir uns ein wenig mit Tesken. Tesken, das ist ja jetzt ein chinesischer Fächer, nicht ganz stilecht. Die sind nur ein wenig preiswerter wie die japanischen, deshalb habe ich ein chinesisch. Und das funktioniert aber genauso. Und in unserer Stilrichtung ist das so, dass Fächertechnik grundsätzlich geschlossene Fächer. Ja. Deshalb, ihr werdet das. Ich habe ein paar Fächer da, ihr könnt das gerne alle mal mit Fächer ausprobieren. Aber ich empfehle euch das gleiche, ich habe auch Stöckchen mitgebracht, dass man diese Technik nur mit den Stöckchen zu nennen. Die Stöckchen sind rund, das tut nicht so weh. Also ihr werdet das merken, verschiedene Techniken sind schon sehr unangenehm, wenn man sie mit dem Fächer macht. Angriff ist Munadori. Ich weiche von der Linie aus und ich will jetzt hier erstmal ein bisschen Streckung reinbringen. Das ist das erste, was ich hier tue, erstmal Atemi. So von leicht schräg hinten da Atemi. Bringe ich den Tessen hier rum, dort hinein und hier nehme ich mir den mit der anderen Seite gut ran und die Schulter bringt Energie hier nach vorne. Ja. 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 Ja.
Timing ist wichtig dabei. Weil wenn ich hier stehe, er hat gut gefasst, er zieht hier schon auf, er greift mich hier an, ist es schwierig, da reinzukommen. Versuch wirklich die Energie, die hier kommt, nach vorne kommt, mit zu nehmen. Hier kann ich gleich fassen, komme ich zu ihm, dort versuche hier möglichst viel Kontakt zu schaffen und dann ihn. Also das geht genau hier. Unterstützung mit dem Boden. Okay. That's all.